Hey Leute, willkommen zurück zu Saw 2, Flesh and Blood. Ja, wir werden gerade abgeballert, also beballert von Joseph. Hieß der Joseph? Also zumindest dieser Typ mit dem Revolver, der will uns was. Oh, und ich glaube, wir müssen einfach nur wegrennen. Nein, ich werde sterben, weil ich hier nicht weiterkomme. Wo auch immer ich jetzt hätte langrennen müssen, aber hier war es nicht. Na gut, leb oder stirb, trifft deine Wahl. Ja. Haha, Jiggy. Wenn einer auf dich ballert, dann ist die Wahl nicht schwer. Also, ne? Nur eben das zu verhindern ist nicht leicht. Was? Warum bin ich jetzt hier? Na egal. Oh oh. Wo ist er denn? Na gut, ich sehe ihn nicht, also sieht er mich auch nicht. Oh, er sieht mich doch. Mann. So ein Idiot. Ah, es ist so fair, wenn die auf einen ballern mit der Pistole, ne? Oder mit dem Revolver, eher gesagt. Aber es ist ja auch eine Pistole, wenn man so will. Na komm, lass mich. Lass mich, lass mich. Ja, wir haben erfahren auf jeden Fall letztes Mal, dass ich das noch kurz abschließe. Oder überhaupt anspreche. Was machst du denn? Wo rennst du da hin? Oh. Also der müsste mich theoretisch hier treffen können, aber das tut er nicht, das ist gut. Ja, auf jeden Fall, der Typ mit der Schweinsmaske soll angeblich einer der Freunde unseres Vaters sein, sagte Jiggy. Uah. Kann ich mir hier keine Spritze geben? Nein, kann ich wohl nicht, während ich da langlaufe. Ja, komm. Ich habe nur noch eine Gesundheitsspritze. Das ist gerade ein bisschen schlecht. Ich wäre dir sehr zugegen, wenn du das Ballern mal kurz einstellen würdest. Ach, hier geht's runter, okay. Komm, erstmal weg da und dir eine Spritze geben. Die letzte. Daneben geht's rein. Na? Hast du es bald? Warum wollt ihr mich eigentlich alle abknallen? Nur weil ich diesen blöden Artikel rausgebracht habe. Ist doch nicht meine Schuld. Ihr habt mich ja dazu gezwungen. Och, nö. Ach so, das... Das ist nur Gülle, Kaka und sowas. Oh, guck mal, aber frisches Toilettenpapier. Ein bisschen ungewöhnlich, muss ich fast sagen. Oh, da wollte jemand die Spülung verstopfen. Den Abfluss. Oh, es ist so lecker. Sag mal, die haben hier halt echt... 100-fach Kugeln dabei, oder? Jetzt hier noch was? Ja, ich komm gleich. Gleich habe ich dich, mein Freund. Der kann doch gar nicht wissen, dass ich hier hinterstehe. Ich dürfte ihn nicht mal sehen. Gleich bin ich da. Oh, bist du mutig. Du hast eine Knarre und rennst vor mir weg. Courage hast du ja ohne Ende, mein Freund. Oh, Molotow. Oh, geil. Komm. Was wollen wir wetten? Hätte ich das eben selbst machen müssen, wäre ich dabei gestorben. Das ist so lächerlich. Naja. Was? Du Kacke, was ist das denn? Ah, lecker, da hat jemand zerfetzt. Aber hier sind keine Items drin, glaube ich. Nein? Oh, Puzzleteil. Na dann. Och nö. Nein, nein, nein. Bam. Da hat er gar nichts in der Hand. Hast du da ein imaginäres Laserschwert oder was, Kumpel? Sah so aus, ne? Ein Schlüssel. Aber ich habe ja schon öfter gesagt, ich brauche eigentlich gar keine Waffe. Das ist absolut unnötig. Na, ich glaube, ich habe erst mal Ruhe jetzt vor ihm, genau. Hört sich doch gut an. Na, kann ich da... Okay, ich kann da rauf. Hallo, ist hier jemand? Ja, ich bin so ein bisschen paranoid mit diesem Spiel. Man weiß halt nie, ne? Totgeglaubte kommen wieder. Stuff only beyond this point. Falle? Falle. Ich hätte lügen müssen, hätte ich gesagt. Ich hätte jetzt nicht mit einer Falle gerechnet. Aber ich gehe erst nochmal hier rauf, denn vielleicht ist... Also ich kann mir denken, dass die Tür sowieso zu ist, aber wahrscheinlich liegt hier noch was.
Ach so. Habe ich den Schlüssel nicht? Oder war das echt nur die Tür, die ich jetzt aufschließen konnte? Die Toilettentür? Scheinbar, ne? Wie bescheuert ist das denn? Aha. Geht nicht. Na gut. Da bin ich ja mal gespannt, was er sich wieder hier hat einfallen lassen für uns. Oh, eine Fallakte zumindest schon mal. Dreckige Bullen! So, das war's also. Dreckige Polizisten, die Drogen auf den Straßen verkaufen. Ich habe Monate meines Lebens damit vergeudet. Es ist kein Jigsaw hier, überhaupt keine Verbindung. Die einzige Sache, die diese Idioten mit Jigsaw verbindet, ist, dass sie Kriminelle sind. Ich muss zurück zum Anfang, zu Kramer. Natürlich. Und da passen die Geschichten zusammen. Drogen. Es ging um Drogen. Jill Truck wurde von Cecil angegriffen, einem Drogenabhängigen, der einer anderen Drogenabhängigen, Amanda Young, einen Gefallen getan hat. Das Resultat war der Verlust des ungeborenen Sohnes Gideon für Kramer und Truck. Kramer schwört Rache und tötet Cecil, aber er kann mit der Ermordung nicht leben, also rechtfertigt er es damit, dass er anfängt, die Straßen zu säubern. Er tötet Junkies und lässt es so aussehen, als tue er der Gesellschaft damit einen Gefallen. Er versuchte Junkies mit Menschenliebe zu helfen, indem er ihnen eine Chance zum Leben gab. Aber alles, was Junkies wollen, ist ein weiterer Schuss. Und das ist, was er will, einen weiteren toten Junkie. Es ist ein klarer Fall. Jedoch gibt es noch zwei Sachen, die keinen Sinn machen. Seth Baxter und Amanda Young. Baxter war kein Drogenabhängiger, er passt nicht ins Profil und Amanda Young hat ihre Prüfung bestanden. Warum würde er sie am Leben lassen? Es sei denn, er weiß es nicht? Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich raten. Muss ich mir das merken? Die Farben? Okay, das ist nicht schön. Ach so, warte mal. Dwayne, Slither, Shotgun Doors, Solomon, Zeke, Sarah, Carla, Molotov, Joseph, Chained. Okay, der hat sich da praktisch so eine Legende aufgeschrieben, wie was wo, ne? Aber ich denke mal nicht, dass ich mir das merken muss. Da seht ihr mal hier der Typ mit den zwei Messern. Das ist hundertprozentig unser Messermann. Ach so. Er hat das alles geplant, dieser Schweinehund. Warum 2 Minuten 4? Hat das irgendwas? Okay, lass mich raten. Oh, schon wieder Memory. Molotow, Aufzug ist nicht. Kette. Brennen. Ach so, warte. Das hätten wir. Kette. Hände, was? Warum Hände? Shotgun? Oh, zu reißen. Ah, böse. Das war das. Ja, die Schraubzwinge. Hä? Aufzug? Ach so, Aufzug zu reißen war es ja. Ah, oh, voll böse. Ach nee, das war die Shotgun. Die Hände und der Kopf. Ach, easy. Ach, Jiggy. Mit Memory kannst du mich nicht hinterm Ofen vorlocken. Zumindest kannst du mich nicht damit rankriegen, dass ich verrecke. Na gut. Dann würde ich sagen, wir folgen mal diesem blöden Joseph. Hieß der Joseph? Ich kann mir den Namen irgendwie nicht merken. Joseph Polzer oder Pelzer hieß der, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Finden Sie Jigsaws nächsten Hinweis. Und eine nächste Falle natürlich. Sag mal, ich bin blind. Ich sehe doch diese blöde Schnur. Ach, du Kacke. Was ist das denn? Der wurde ja durchgeschnitten in der Mitte. Oh, es sind immer wieder diese Bilder, die einen daran erinnern, dass es doch schon ganz schön krass ist. Was? Ach so, ich hab's verriegelt. Na gut. Und so dunkel hier, Mann. Dunkel wie Schwein. Aha, okay. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo was auf dem Boden. Oh, was war das? Ja, und es ist auch wieder ein bisschen gruselig zuweilen. Also, man vergisst ja auch, dass es hier so eine gewisse Art Survival-Horror ist, auch wenn es mehr so ein Quick-Time-Survival-Kram ist. Aber das ist ja so die Krankheit. Ich frage mich, wer, kann man das beweisen oder belegen, wer damals Quick-Time erfunden hat? Also die Person, ich weiß ja nicht. Oh oh. Ich habe da dritt gehört, also wie als würde mein komisches, ja, Rückgratteil angehen. Ja, das tut's. Also wie gesagt, die Person, die Quicktimes erfunden hat. Nee, nee, nee.
Fühl dich nicht geliebt von mir, sag ich mal so. Aha, das Schloss knacken will ich jetzt nicht. Hört ihr das? Was ist das? Das ist nicht meins. Also das ist nicht meine Vorrichtung, die da so brummt. Ah, das ist wieder so eins hier, wo nur eine Öffnung da ist. Das ist doof. Wow, schnell. Hahaha. Sag ja, so langsam habe ich's drauf. Okay. Jetzt sagen wir hören uns erstmal das Tonband an. Okay, der Schauspieler hat ein bisschen overacted gerade. Beziehungsweise, seht ihr, ich habe 18 Tonbänder insgesamt, aber er zählt mir nur 17. Wahrscheinlich, weil ich eins nach einem Speicherpunkt habe liegen lassen. Ja, ist schon ein bisschen ärgerlich. Warte mal. Ich werde nochmal runtergehen, weil da gibt es wahrscheinlich noch einen Nagel. Dann kann ich mir das später ersparen, den zu suchen. Und hier ist eine Falle. Ja. Glaubt ihr, ich bin blöd? Nein! Ich habe B gedrückt. Ja, ja. Manchmal verwechsel ich es doch noch. Man darf sich nicht zu sicher sein. Man darf nicht zu souverän an die Sache rangehen und sagen, ich kenne ja alle Knöpfe. Nein, nein, man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es ist doch ein bisschen anders als das Super Nintendo Pad. Na komm. Gib's mir. Gib's mir. Danke. Ich verstehe das halt nicht mit diesen Speicherpunkten. Manchmal ist das etwas seltsam. Man hat erst wirklich vor einer Minute... war man an diesem Punkt nicht mal vor ein paar Sekunden und trotzdem lädt er jedes Mal wieder eine ganze Minute scheinbar. Bam. So. Aber wir nähern uns wohl langsam dem Ende, weil wenn ich jetzt schon mein 18. also theoretisch mein 18. Tonband hätte, und da haben wir den Nagel, dann gibt es ja nicht mehr wirklich viel. Vielleicht noch Joseph töten oder, ja, ich weiß ja nicht, ob ich ihn töten muss. Sieht man das auch wieder ein X auf dem Spülkasten. Wie im Film, wie im ersten Film damals. Ne, da war ein Herz drauf. Kein X. Na, gehst du da rauf? Hä? Ach so, ja. Ja, ja, ja. You mad? Gut. Was dieses Brummen bedeutet, ich würde es gerne mal wissen. Ist das jetzt auch wieder so ein Typ, der dann gleich... den Schädel weggeschossen bekommt, oder ist das einfach so ein Hintergrundbrummen, was halt da ist? Hier, da kommt's her. Ed. Na. Amandas Falle. Amanda Young war an einen Stuhl gefesselt, Nadeln steckten in ihren Armen. Jigsaw hat gesagt, dass sie in einem Spritzenstuhl sitzen müsse, um ein entsetzliches Spiel zu spielen. Farbige Ampullen mit einem Gegengift wurden in einer großen Maschine verarbeitet. Wenn ich nicht in der Lage wäre, die Farben richtig anzupassen, würden wir beide sterben. Sie wurde von einem Mann in einer Schweinsmaske entführt. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. Amanda wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ich denke, dass sie untergetaucht ist, und wer kann es ihr verdenken? Ja, das war das allererste Opfer, das wir in Teil 1 befreit haben mit David. Ja, Opfer, ne? Sie war nie wirklich das Opfer. Okay, warte. Es geht eigentlich ja immer recht einfach hier, der Kram. Zack, zack, zack. So, das hätten wir. So, ich hab's nur schon mal in Verbindung gebracht. Nicht, dass es wieder durchknallt, weil ich hier einen Kontakt doppelt überbrücke. Ach, das war's. Okay. Ja, die Dinger finde ich gut. Also, die sind schön einfach. Oh, nicht der schon wieder. Oder so einer mit Halsband. Oh, komm. Bitte nicht schon wieder sowas. Oh. Warum sollte ich kämpfen, du Blödmann? Oh. Oh. Oh.
Der hat wieder so Klingen im Arm. Ja. Singst du ein Lied? Das hat sich gerade angehört, als wollte er was singen. This thing won't hold me forever. This thing won't hold me forever. Ach man, ja, man muss auch mal lachen. Bei dem Spiel, gerade weil es so unfreiwillig komisch ist manchmal. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Ja, ich sag ja, der singt mir echt ein Lied. Ach, das war's schon. Okay, ich dachte, da muss ich noch mehr tun. This thing will hold me forever. Come closer and I'll show you how a man I am. Ja. Na? Hallo? Oh, Jiggy, du bist so gut zu mir. Ach, das war's schon. Na gut. Ah, erinnert ihr euch, der andere mit der Kette um den Hals, das war der Drogendealer, der ihn ja in den Knast gebracht hat. Und das war jetzt also der Typ, der wegen ihm da drin gelandet ist. Gut, so schließt sich der Kreis. Jennings Falle. Jennings Foster war unter einem großen Pendel festgebunden, ganz wie Seth Baxters Falle. Ganz wie Seth Baxters Falle. Dieses Mal jedoch war sein Schicksal nicht in seinen eigenen Händen, dafür aber in meinen. Ich musste eine Serie von Triebwerken miteinander verbinden, um den Abwärtsbewegungsmechanismus des Pendels umzukehren. Er ist seit Whitehurst krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Er besucht mich manchmal, um zu sehen, wie es mir geht. Ach, Jennings, ja, das war das zweite Opfer aus Saw 1. Also aus dem Spiel. Und der war uns, glaub... Okay, alles cool. Der war uns, glaube ich, als einziges dankbar dafür, dass wir ihn befreit haben. Der Rest hat uns ja angeschnauzt. Nee, oder? Sag bloß, wir sind wieder ganz am Anfang des Spiels, als wir die lange Leiter nach oben gestiegen sind. Das wäre jetzt allerdings sehr komisch. Ah! Ach so, na gut, dann... Wenn du meinst, Michael, dann steigen wir doch hier gern mal raus. Was ist da los? Alter Verwalter. Was hat da eben so geklackt? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Oh! Soll ich da noch was groß zu sagen? Oh. Ganz ehrlich, würdest du stehen bleiben, wenn jemand auf dich ballert, du Blödmann? Oh, da geht's ja gar nicht weiter. Uiuiui. Man kann sich aber wirklich toll umsehen, muss ich sagen, wenn man hier auf der Flucht ist vor dem Typ. Na, mach ich das halt so. Da geht's wohl weiter. Ah, große Sprüche klopfen mit der Knarre in der Hand, ne? Du bist so ein Held. Du bist mein größter Superheld, du Arsch mit Ohren. Na komm. Noch ein Schuss. Was? Beat him with a stick. And see if his titchin. Itchin. Oh. Du hast es nicht geschafft, es tut mir leid. Ja, habe ich wohl. Kerle. Du machst hier Töne, ne? Warte mal ab, wenn ich mal irgendwann die Knarre hab. Aber dazu wird es leider nicht mehr kommen, Leute. Denn ich mache hier nochmal eine Pause. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst für das Video und einen netten Kommentar vielleicht auch noch, so als kleine Dreingabe. Freue ich mich immer drüber. Leute, wir sehen uns wieder bei Saw 2.